Für uns alle, möchte alle gute Abend wünschen. Welcome. Für uns ist es gewöhnlich, eine Madweg Bibelstunde, aber wir sind auf den Museen zusammen. Ganz in unserer Sehnen. Wo wir als erstes Gedanken zurücktragen mit der Leit Nummer 215. 215. Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe, Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich gehe, Brot, von dem ich lebe, dass ich erstrebe, alles Herr bist du. Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? Ohne dich, wer nehme meine Bürde wär? Ohne dich zerstieben werden mir im Nu. Glauben, hoffen, lieben, alles Herr bist du. Glauben, hoffen, lieben, alles Herr bist du. Drum so will ich wahlen, meinen Pfad dahin, bis die Glocken schallen. Ja, guten Abend, alle. Ich will alle herzlich begrüßen von der Service hier und allem willkommen heute. Besonders, weil jetzt begrüßen auch diesem Chor, was hier fern steht. Wir freuen uns für diese Gelegenheit, die wir haben, und wir wünschen, dass die Tieren bei uns ihr Sehen senden und auch zum Sehen senden. Das ist, was wir, warum wir hier zurückkommen können. Ich hoffe, dass wir eine gute Gemeinschaft haben und dass vor allem dass uns ganz der Ratste Wunsch ist, dass der Name Jesu, der soll von dir verherrlicht werden. Jesus Christus, dem werden wir preisen, wenn es ein Arm haben wir der Raden, ein Arm haben wir auch wörtlich den Weich trägende Hüß, dort wo wir alle haben wollen. Fährt dort wie nach. Be renewed.
next light will be singen well, have failed deep Zion. And last of all, I did bold I approach the eternal throne and claim the crown through Christ my own. But I can a gons dries no God come when all is that when God when Christus there is ans. So there ham kevi gons dries an no am come. Van jij zien blauw, dat jij is ver jij is naar die eetjeim dan houdt wie tijden wat ons raden kan. En nadem wat zij is naar die eetjeim, erop die komt van hemel, als hij ons
die sind weiche waschen. Und wir dürfen ganz frei sein. Und dort ist meine große Freude, dass wir dürfen ganz rein und frei in Frieden hart haben. Jesus, our Savior, from
Det næste lejt, hvor vi synger, var lad mig en sag ved forlet lejt. Det drejede fra, det er meget mod storme af hans liv, og han kommer under, at vi har berækket ham. En over vi har en anker af Jesus. Der Jesus sine gnod, tager vi med frede de tilkomfen gjen gående, hvis vi ved, at hans anker var du blive. Surges wrong on my tempest strength.
genoemd, alle. We zijn hier komen om God loven. En het eerste lied wat we zongen, dat zei, Lord, alles wat er leeft, God loven. En zo veel komen de tieren veel beter noemen, God loven, wat we doen. Zo veel zijn het de tieren, die veel wat ons bader doen, die maken dat leven beter als we doen. Maar dit zegt hier, alles wat er leeft, zal God in dankesleid geven. Wir haben ein Exit zu lesen in Psalm 67. In was ich im zweiten Vers anfange. Gott schaut uns Gnaden sehen und tickt uns freundlich an. Dass sie ein bisschen sehen für uns. Dort deine Wege auf der Erde bekannt worden und deine Rettung macht alle Völker. Und wo war Gott seine Wege bekannt worden? Das macht man wieder dritt bringen. Möchten die Völker die loben, oh Gott, möchten alle Völker die loben. Jetzt sage ich dir, alle Völker, dass der nicht nachschaut, wer wir sind, oder von wo wir kommen. Aber Gott verlangt, dass wir uns loben. Das wird er uns gemacht haben. Er hat uns gemacht, am Arm loben. Möchten die Völker froh sein und mit Freude singen, dass du den Menschen gerechte das und dass du die Völker auf ihr Reich führen das. Und dort haben wir ganz die Leute sagen, Gott lädt uns Reich und er führt uns auf dem Reich der Wahrheit. Und von dort sollen wir froh sein. Wir folgen 40 uns nicht so, das ist doch nicht ganz Reich. Das wird Gott uns nie gejäfft haben. Aber das sagt, er führt uns Reich. Und was in einem steht, wird sagen, wir sollen an alle Dinge dankbar sein. Möchte die Völker die Lobe, oh Gott. Möchte alle Völker die Lobe. Wird dort Land, haft eine Ernte gebracht in Gott, ans Gott haft uns gesehnt. Wir sind noch nicht ganz bei der Ernte, in uns darf nicht alle über rein viel üben, aber das redet hier von der Ernte. Aber wir haben viel mehr Segnungen als dort, was Gott uns gejäfft hat. Gott wird uns segnen, deswegen so am alle Mond an der ganzen Welt anbeten. Das sagt hier, Gott wird uns segnen. Und manchmal vertuschen wir das in Segen oder dort, wo uns jankert. Manchmal ist ein Segen für uns nicht da, wo uns da sind, Janker. Das sagt hier, und das Psalm redet von Gott loben. Und ich dachte besonders schon, Lord, alle Völker Gott loben, weil wir alle, ich glaube, hier an diesem Tag kommen von sehr vielen verschiedenen Städten. Und wir deine alle dem Selsier Gott. Und wir brücken uns untereinander. In der Bibel sagt es ganz klar, dass Leib ist das Wichtigste, wenn wir nicht Leib zu uns irgendeinem anderen haben, dann haben wir nicht den Leib zu Gott. Und wie ein bisschen nachdenken, wollte ich sagen, wo hier dann traf ich aber eine Geschichte. Und ich glaube nicht, dort passiert ist. Ich check gerade noch was an, dass ich nicht was besser fange, aber wir drehen immer mal der ich ein Beispiel, wo uns nachlaufen. Von den Tieren am Wald. Und die Sachenbäder, die hatten in Eide von, die hat ganz allein am Barsch in Seeg noch fremd. Und traf dann einen Monkey oder einen Opa, aber in Nahen traf die da an. Und war weit, dass sie kein fremd sein. Und der Monkey sagt, bis für das Nord, der wird nicht scharf. Du bist der große Vater, der kostet nicht, aber bei ihm schockt, der wird nicht scharf. Und der hat wieder. Und traf eine Pug an, und der Pug sagt, bis auch das schafft nicht, du bist zu groß und kostet nicht hübsch, das ist auch. Und der traf dann auch eine Hose an, und der Hose sagt, du passt bloß nicht an meine Leiche an, wir können bloß nicht fremd sein. Und
in an sort jera verlängs in de blev ganz allein. But I mo zette eile von der Tiere rane alle an de stärke üt von irgendswort. In traf der im Boa an, frage, was los? In de beantwortet am nosch Messbot zette wo du an in Tigre an jeran tamt. In das eile von Praha lot an, lot de junge, lot de kleine Tiere ta. In der Jaff nicht bin, hier auf dem Mann fort, wie ich weiß, alle an Eilefon haf Del Krof, in Jacht und Fit. In ich lege weiter, dass nichts dort passiert, also, aber mir scheint das ein großer Beispiel zu sein. So fucking voll wie so Jan-Mannsch aus dem Klipper, als die anderen das Eich. Den brauche ich nicht, oder der ist mir bloß ein bisschen im Stech. Oder wir voll wie nicht fucking. In der Zeder am Psalm lot alle Falker Gott loben, wie dem Saus ja Gott loben. Wenn Gott brückt wie da nicht Hans irgendem anderen. In der Bibel redet ganz klar von der Leib. Gott verlangt nicht sehr viel Ding von uns, aber Leib als ein Ding, was er ganz klar von uns verlangt. Und das sagt der Leib von Hans irgendem anderen. Du wirst gleich Hans aller Mütter sprechen, weil wir wieder Gott loben und denken, dass wir alle dem Sausier Gott dienen und den Leib in ihrem Honor zu haben. Nächste Leid fängt an, Peace, Perfect Peace, das fängt mit einer Frau an. Ich habe wirklich Frieden haben in dieser Welt voll Sinn. Und ich habe ein paar Leine Bände, die sagt, eine Stadt sagt, durch das Blut von Jesus, ich habe Frieden haben. Und auch noch mal wie die Wahlen von Jesus dann. Sand and storm world of sin.
das nächste Lied, was wir singen werden, ist ein sehr wertvolles Lied für mich. Das sagt, O healing river, send down your waters. Vielmal, dann haben wir weiter. Vielleicht haben wir ein Jesselje weiter, das alle dreig ist. Oder wir sind krank, unsere Freunde sind krank. Dann werden wir dem Revalute von Jesus kommen und uns heilen. Das sagt, O healing river, send down your waters and wash the blood from off the sand. So that the light, that's eine Frau to God, that he wird den river raufschacken ab uns, was er uns von alles heilen kann.
Next, I'd like to say, "Nimm da meine Hände." And du hast eine Lande, sag ich. Wo du wirst gehen, stehen, da nehme ich mit.
Da sage ich dir nicht, dass wherever I can go, du komm mit mir mit. Da sage ich, wie Gott kann gehen in der Welt, du sollst uns mit annehmen. There's a promised land untouched by man, prepared for the saved and the blessed. A city built foursquare, far away somewhere, as a home for the saints to rest. So many have tried, but they couldn't describe all the beauties on that bright shore. For it's never entered into the hearts of men what the Father has in store.
I could sing about heaven for a million years and never get the story told. All the jasper walls and the gates of pearl and the streets made of pure gold. Even John the Revelator in the heavenly vision could never really say what he saw. I could sing about heaven for a million years and still I could never tell it all. From the throne there springs a glimmering stream of waters pure and sweet. And it flows by the tree of life on its way to the crystal sea. And the precious stones that the walls rest on are of 12 different kinds. Oh, every night we'll see for the Prince of Peace is the light that forever shines. I could sing about heaven for a million years and never get the story told. Of the jasper walls and the gates of pearl and the streets made of pure gold. Even John the Revelator in the heavenly vision could never really say what he saw. I could sing about heaven for a million years and still I could never tell it all. Oh, I could sing about heaven for a million years and never get the story told. Of the jasper walls and the gates of pearl and the streets made of pure gold. Even John the Revelator in the heavenly vision could never really say what he saw. I could sing about heaven for a million years and still I could never tell it all. Even John the Revelator in the heavenly vision could never really say what he saw. I could sing about heaven for a million years and still I could never tell it.
Ihre Programme sind zu eng. Wir sind dem Herrn sehr dankbar für den Sehen. Wir danken auch Ihnen besonders, dass Sie uns die Zeit genommen haben, hier in uns zu kommen, hier in uns diese Leute fertig zu singen. Ich muss ein bisschen kurz nur denken, wer ist das eigentlich, dass man an dieser Zeit, wo wir Corona haben und so wieder, so viel schlechte Nachrichten kriegen, dass wir dennoch möglich sind und singen können. Was heißt das? Also Leute, ihr würdet nicht alle ordentlich sein, sondern ihr würdet sagen, wir haben ein Leben, die Hoffnung. Und von dieser Hoffnung, Jank hat mit zwei Phasen zu lesen, der steht in Hebräer Kapitel 6, der Schrift der Hebräerbrief, Söhne wird. Diese, also diese Hoffnung, haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seelen, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks Hohepriester in Ewigkeit geworden ist. Diese Hoffnung, was wir haben, da reicht bad in den Himmel. Und da ist im Himmel aus ein ganz fester Anker, aus ein, wir wollten ja einen Schöpfer, wenn es eine Stunde läuft am Meer, dann schmiert es in den Anker rüber und da hören da an der Stange, an dem Grund, irgendwo fest. Und dann steht das Schöpfer. In seiner Hoffnung habe ich, wenn einen Himmelnenner riecht, aus einem Anker, wo der Forst ist. Und wer wollt wie dort, dort der Forst ist? Wir wollten dort, dort ist, dass Jesus Christus der Nenner gegangen ist. Dort heu verab gegangen ist, und uns das ein Weich abgemerkt hat. Heu hat uns an seinem Leib, an seinem Leben, hat uns ein Beispiel gegeben, dort hat diese Hoffnung gegeben, und dort hat es ein Weich gegeben, und dort der Himmel von der Ob ist. Und dort merkt uns früh. Und dann zählt das nicht drauf an, an welche Zeit wir leben, was rund um uns ist, was in den News oder wieder gesagt wird. Dann zählt das drauf an, dass wir diese Hoffnung haben, und dort merkt uns früh und dankbar in unserem Hort. Und hier, Jan, kann ich mich bloß früh auch zu stellen. Lieber Freund, wer immer du bist, hast du diese Hoffnung? Kannst du von dir auch mit dem frühen Horten singen, in die Freien an dem Herrn? Oder hast du irgendwo eine Angst und weißt nicht, wo wird mir die Hand führen? Was wird an meinem Leben noch alles sein? Dann werde ich dich von dir einladen, komm nur Jesus. Jesus hat uns das im Weich aufgemerkt. Heu erst der Weich selbst. Und heu will, dass du auch diese Hoffnung hast haben. Und wir wünschen dort, dass du kannst diese Hoffnung kriegen. Und wir werden dich einladen, komm nur Jesus. Nimm am Ohren aus deinem Heiland, aus deinem Radar. Und dann hast du auch diese Hoffnung, diesen Anker am Himmel und brauchst die Tschäumelmeier grüllen. Und dort wünschen wir dich von ganzem Herzen. Dankeschön, dass ihr gekommen seid. Dankeschön für diese Gemeinschaft, die wir haben. Möchte der Herr in allem gepriesen sein. Denn wir werden hier einfach aufschlüten, indem wir nach dem Gebet abstunden und uns dort erheben. Herr Jesus Christus, wir sind sehr dankbar dafür, dass du uns Herr und Heiland bist. Dankeschön, dass du auf diese Erde gekommen bist. Und dort du uns dem Weichen und Futter abgemerkt hast. Dankeschön, Herr, für diese lebende Hoffnung, was wir in dir haben, dort du ja die Hand gegeben hast und wir können dort erst auch leben. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns rein gewaschen hast mit ihnen Blut. Und wir können nicht wollen, dass wenn wir auf dieser Welt waren verloren, dann wollen wir bei dir in alle Ewigkeit sein, was der ganze Rat der Herrlichkeit sein wird. Wir danken dir dafür, Herr Jesus. Wir danken dir auch für diese Gemeinschaft, die wir haben können. Und wir beten dir, dass du uns auch wieder sehnst, dass du ob diese Gruppe sehen, wenn sie noch waren, wieder reisen, andere Städte besiegen, musst du denen so viel Freiheit geben, viel Sehen schenken, dass sie für andere Menschen zum Sehen sein. Und dort sorgt diese Hoffnung wieder retten, dass noch viele Menschen kennen, dass diese Hoffnung schrien. Sehen auch uns allem, Herr, dass wir können uns Leben überprüfen und sagen, wo wir stehen, damit wir ja nicht für jedes Leben, sondern dass wir uns auch diesem Anker festmerken an die, und dass wir dann auch diese Sicherheit haben können, dass wir, wenn wir diese Welt auch verloren worden, bei dir in der Herrlichkeit sein worden. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir von ganzem Herzen und wir beten dir nie um deinen Sehen, weil wir miteinander gehen. Musst du jeden Einzelnen auf dem Weich bewahren und uns allem eine göttliche Abend und eine göttliche Nacht schenken. Wir loben, wir preisen dir, Herr Jesus, für alles. Amen. Und selber entloten an Fried Gottes.